Lovis Corinth. Lovis Corinth gründete 1901 die sogenannte Malschule für Weiber in Berlin. Seine Akt- und Porträtschule für Frauen ist eine Innovation und ein großer Erfolg. Ich habe vor lauter Arbeit keine Zeit. Schülerinnen drängen sich gegenseitig. Kolossal, freute sich Corinth. Seine erste Schülerin, die Künstlerin Charlotte Behrendt, wird später seine Ehefrau und sein Modell.